Hallo zusammen, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, eine Eilmeldung, die kommt heute ja aus dem Bundeskanzleramt. Aber vorher müssen wir nochmal berichten, dass unser Olaf, der sich ja vor 2-3 Tagen mit Corona angesteckt hat, schon wieder auf dem Weg der Besserung ist. Wir hatten gar keine Zeit, ihm gute Genesung zu wünschen. Er hat das auch allein hinbekommen. Er ist halt der eiserne Olaf. Ja, der Chef der Bundesnetzagentur, ein gewisser Herr Müller, der warnt, kaum sinken die Temperaturen unter 20 Grad und schon hat der Bundesbürger kalte Füße und heizt wie ein Wahnsinniger. Das Gas wird knapp und es wird im Winter wohl nicht reichen. Darum kommt die Eilmeldung. Die Bundesregierung hat sich deswegen entschieden, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Putin darf jetzt wieder Gas liefern. Nein, er muss sogar Gas liefern. Wir haben mehr Lieferverträge und siehe da, die Leitung ist im Arsch, er kann kein Gas liefern. Und nun kommt der Schachzug der Bundesregierung gerade richtig, denn nun muss Putin Strafgeld bezahlen, weil er die Verträge nicht einhalten kann. Halt, das ist jetzt irgendwie falsch gewesen. Diese Meldung kommt erst nächste Woche. Zugegeben, das war jetzt gemein von uns, dass wir euch mit dieser Meldung hierher gelockt haben. Aber ihr nehmt dafür Wetten an, dass es so kommen wird. Die Sanktionen wegen der Gaslieferung, die werden wohl jetzt bald aufgehoben werden, nur um Putin eins auszuwischen und ihm zu unterstellen, er kann seine Verträge nicht einhalten. Irgendwie muss man ihm doch noch eins auswischen können. Leute, in diesem Sinne, wir müssen auf alles gefasst sein. Wir werden auf alles gefasst sein. Wir gehen hinaus, sagen unsere Meinung, aber wir werden vorbereitet sein. Und darum können wir gelassen in die Zukunft schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.